Okay, heute wird's ernst. Ich werde das nicht hoch bearbeiten, das Video. Es ist ein sehr, sehr ernstes Video und ein wichtiges. Die moralisch einwandfreiste Firma aller Zeiten, Activision, hat ein Statement rausgehauen über Skill-Based Matchmaking. Tatsächlich. Ich glaube, was COD betrifft, interessiert sehr viele Menschen meine Meinung über das Statement. Und ich will euch nichts vorwegnehmen, okay? Nur der erste Satz. Mit dem Release der ersten Season von MW3 haben wir uns vorgenommen, eine Konversation zu starten mit euch, mit der Community, über Matchmaking. Ich zeige euch, wie ungefähr eine Konversation für Activision aussieht. Vielen Dank, Activision, dass wir endlich einen offenen Dialog führen. Alter, gottverdammte Fresse, du elender Hure. Die größte Priorität bezüglich des Multiplayer-Matchmakings ist, eine Fun-Experience an die Spieler zu bringen. Ich sag nichts, wir gehen direkt erstmal ins nächste Bild. Ich übersetze das mal kurz. Immer wenn ich übersetze, werde ich an dieses Mic gehen, okay? Dann rede ich immer aus Activision-Sicht. Die größte Priorität in Bezug auf Multiplayer ist es, so viel Geld wie möglich zu machen. Dann wären sie ehrlich, aber das werden wir nicht hören. Der ganze Beitrag ist nicht ehrlich. Oft sehen wir, wie die Community unser Matchmaking-System als Skill-Based Matchmaking bezeichnet. Was es auch ist. Aber die sagen, Call of Duty denkt aber, dass Skill ein Teil ist, wie die meisten in der Industrie, aber nicht die dominante Variable. Übersetzt heißt das, wie die meisten in der Industrie wollen wir unseren Umsatz steigern und deshalb ist Skill die größte Variable, damit so viele Spieler wie möglich spielen. Dann kommt dieses Bild hier und das zeigt die ganzen Faktoren, die berücksichtigt werden. Und ich sage euch was über dieses Bild. Dieses Bild ist komplett wahr. Es stimmt. Das, was auf diesem Bild steht, ist Teil des Matchmaking-Systems. Darunter ist auch Skill, aber auch sowas wie auf welcher Plattform ihr spielt, ob ihr den Voice-Chat an- oder aus habt. Das Problem mit diesem Bild ist, dass die Gewichtung der einzelnen Punkte nicht vollständig aufgelistet wird. Aber sie sagen zumindest ein bisschen was. Und zwar, erstens Connection. Die Community wird euch bestätigen, Ping ist King. Die Connection ist der wichtigste Faktor im gesamten Matchmaking-Prozess. Ja, theoretisch ja. Es wird im ersten Zug berücksichtigt, also wir spielen nur gegen Engländer, Franzosen, Italiener. Aber damit wird nur sichergestellt, dass ich nicht gegen Amis spiele oder gegen Chinesen oder so. Das hat doch gar nichts zu bedeuten. Das heißt nur, dass ich gegen Europäer spiele, okay. Und dann innerhalb dieses europäischen Pools greift komplett SBMM. Das heißt, die Aussage ist technically true. Da gibt es sogar ein Subreddit drüber. Aber sie hat nichts auszusagen. Jetzt denken die Leute, oh, das macht 90% des Matchmakings aus. Das ist aber komplett falsch. Oh, ich werde wieder wütend. Egal, es geht weiter. Der zweite Punkt ist Time to Match, okay. Das ist der zweite wichtigste Faktor im gesamten Matchmaking-Prozess. Wir wollen alle unsere Zeit damit verbringen, das Spiel zu spielen und nicht darauf zu warten, dass Matches starten. Ja, das stimmt. Aber was... Das sage ich in jedem Video. Das Allerschlimmste, das SBMM macht, ist, dass die Lobbysuche lang dauert. Seit MW19, seitdem dieses SBMM so hochgeschraubt wurde, warten wir mindestens 30 Sekunden auf eine Lobby. Und das war davor anders. Da hat man eher von 5 Sekunden eine Lobby gefunden. Wen wollt ihr denn verarschen? Hier, ich gehe jetzt auf einen Livestream, okay? Hier, so. Livestream über 10 Jahre her. Okay, über ein ganzes Jahrzehnt her. Und Lobby gefunden. So war es bis Black Ops 4. Wisst ihr was? Ich hole jetzt meine PS5. Ich teste es jetzt im BO4 im Jahre 2024, okay? 5 Jahre nach Release. Nein, fast 6 Jahre sogar. So, Spiel suchen. Und wir haben eine Lobby. So. Und jetzt testen wir es mal in dem aktuellsten COD, was erst ein paar Monate draußen ist. Los. Das heißt, der zweitkritischste Punkt, okay, dass man schnell ein Match findet, ist seitdem dieses System in COD ist, schlimmer geworden. Sie widersprechen sich einfach komplett. Jedes Mal, wenn ihr Multiplayer ein Spiel sucht, muss das System durch all diese Faktoren durchgehen, um andere Spieler zu finden und eine stabile und kompetitive Lobby zu machen. Warum ist das da drin? Das ist so falsch. Wenn ich Public suche, will ich keine Competitive Lobby. Okay, Trickfrage, Activision. Eine kleine Trickfrage. Wenn die Lobbys im Public-Modus competitive sein sollen, warum macht ihr dann einen Competitive-Modus rein? Kann mir irgendjemand eine Antwort darauf geben? Wäre der Competitive-Modus nicht überflüssig, wenn die Public-Lobbys schon competitive sind? Wenn da schon SBMM drin ist?
Ich will SBMM des Grauens, wenn ich in der Ligaliste bin. Ich will gegen die Besten der Besten spielen, genauso wie ich es in meiner Ligaserie gemacht habe. Da möchte ich das. Da gehört es auch hin. Aber nicht in Public. Es gehört da nicht rein. Das sagen die besten Spieler der Welt. It's like skill-based matchmaking in public games. Why the fuck would you have skill-based in a public game? Time for the big leagues. Wenn irgendjemand in die Kommentare schreibt, bist du zu schlecht? Es sagen die besten COD-Spieler der Welt. Sagen, das gehört nicht in Public. Ich werde jedes Mal sauer, ich muss wirklich chillen. Ach übrigens, da steht quickly assemble a lobby. Okay. Das System soll also ganz schnell eine Lobby bauen. In keinem COD ist es langsamer. So, jetzt kommen wir zur Messung des Skills fürs Matchmaking. Wir wissen, dass Skill nur einer von vielen Faktoren im Multiplayer ist, möchten viele aus der Community mehr Informationen darüber erfahren. Okay, fängt gut an. Welche Informationen? Der Skill wird durch folgende Faktoren festgelegt. Kills, Tode, Siege, Niederlagen und noch mehr Sachen. Wie welche Modi man spielt, die letzten Matches und andere Metriken. Der Skill ist nicht nur ein wichtiger Faktor, um Gegner zu finden, sondern auch Teammates. Okay, Gott sei Dank. Man will ja garantieren, dass beide Teams keinen Spaß haben. Jetzt kommt der wichtigste Part im gesamten Video. Übrigens, wenn euch das gefällt, so ein ruhigeres, ich wollte nicht zocken, das war viel zu ernstes Thema. Lasst gerne ein Like da, das letzte Video über 31.000 Likes bekommen, als ich das letzte Mal geschaut habe. Ist geisteskrank, obwohl ich da nicht mehr aktiv danach gefragt habe. Lasst ein Abo da, ist kostenlos, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Jetzt kommt, oh mein Gott. Das sagen auch so viele Leute immer auf Twitter, ich krieg die Krise. Call of Duty hat historisch schon immer die Spielerleistung neben anderen Faktoren als einen Teil des Matchmaking-Systems gesehen. Unsere Arbeit in diesem Gebiet geht zurück bis zu Call of Duty 4, okay, aus 2007. Das sagen so viele Leute, wenn ich mich über Skill-Based Matchmaking aufrege. Ja, das war doch schon immer drin. Das war auch schon in BO2 drin. Technically true. Aber ich zeig euch was. Das hier ist ein Topf mit Wasser drin. Das hier ist ein Salzstreuer. Ich nehme jetzt ein Salzkorn aus diesem Salzstreuer und werf's hier rein. Ist dieses Wasser gesalzen? Ja. So, jetzt mache ich das. Ist dieses Wasser gesalzen? Ja, beide Male war die Aussage, dieses Wasser ist gesalzen, richtig. Würdet ihr aber sagen, es gab einen Unterschied zwischen einem Salzkorn und 500 Kilo Salz? Die Aussage, dass Skill berücksichtigt wurde in früheren CODs, ist korrekt. Aber es ist doch wichtig, zu welchem Teil. Sie lügen mit der Aussage nicht, aber sie lassen den größten Teil der Wahrheit weg, was indirekt auch eine Lüge ist. Das ist eine Form des Lügens, indem man die Wahrheit bewusst weglässt. Und damit manipulieren sie euch. Wir alle haben diese Games gespielt. Es war nicht in dieser Stärke drin. Es war nicht ansatzweise in der Stärke, die wir heute haben. Die Aussage, dass SBMM ein Teil der alten CODs war, ist richtig. Aber ein ganz kleiner Teil. Und mit MW19 wurde es in die Luft. Meine Fresse, ey, das macht mich so aggressiv. Das ist einfachste Psychologie. Die sagen eine Aussage, die eigentlich wahr ist, aber erzeugen damit eine Lüge. Dann kommen sie noch random mit, Skill ist auch innerhalb der gesamten Game-Industrie ein Teil. Ja, wollen damit quasi sagen, andere machen auch gottlose Dinge, deshalb ist es bei uns okay. Aber sie lassen auch Infos weg, wie dass zum Beispiel Valorant oder CS2 Competitive-Shooter sind. Da geht es nur um Rank. Da gibt es auch so Casual Public Modi in einer anderen Form, aber man holt sich die Games und der größte Teil der Spieler spielen diese Games in dem Competitive Modus, weil es Competitive ist. COD ist und war schon immer ein Casual Shooter für Public Lobbys. Wir benutzen die Spielerleistung, um sicherzustellen, dass der Abstand zwischen dem skillvollsten und am wenigsten skillvollsten Spieler in der Lobby nicht so groß ist, dass Spieler denken, sie hätten ihre Zeit verschwendet. Sorry, nein, welcher Game Designer kann das absegnen? Unsere Daten über Matchergebnisse zeigen ganz klar, dass das Einführen von Skill in das Multiplayer Matchmaking von COD die Vielfalt der Ergebnisse jeden einzelnen Spielers von allen Skill-Leveln erhöht. In anderen Worten, alle Spieler, egal welches Skill-Level, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, mehr Siege und auch mehr Niederlagen zu erfahren. Hier wird quasi Folgendes gesagt. Wenn jemand schlechter ist, dann erfährt er eigentlich mehr Niederlagen, aber dieses System sorgt dafür, dass er auch mehr Siege bekommt. Mehr von dem, was er eigentlich nicht bekommen würde. Aber andersrum, bei guten Spielern, die mehr Siege bekommen würden, kriegen sie durch dieses System mehr Niederlagen. Also beide haben mehr von beidem. Und das finden sie gut, das ist deren Ziel. Ist komplett egal, welches Skill-Level ihr habt. Ihr sollt nicht dafür belohnt werden, dass ihr irgendwie besser seid und mehr Siege bekommt. Nein, nein, nein. Es muss alles ausgeglichen werden. Nice. Jetzt kommt der allerwichtigste Part und hier lügen sie. Sie lügen einfach, okay? Das ist nicht mal weglassen von Wahrheit, das ist eine Lüge. Unsere Daten zeigen, dass wenn weniger skillvolle Spieler immer wieder auf die Schnauze bekommen, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie Matches verlassen oder komplett aufhören zu spielen. Das hat einen Effekt auf den Playerpool, also die Gesamtzahl, der gesamte Pool an allen Spielern in diesem Spiel. Ein kleinerer Playerpool bedeutet, dass sich die Wartezeiten für Matches erhöhen und die Connection nicht mehr so stark sein kann, wie sie eigentlich sollte. Und das, meine Damen und Herren, ist eine gigantische Lüge. Die Wartezeiten sind nur hoch wegen des
hohen Anteils an SBMM. Dafür brauchen wir auch keine Daten. Wir alle wissen, dass es so ist. Man sucht in einem COD vor MW19, findet sofort eine Lobby. In einem COD nach MW19 braucht man 7 Jahre. Das heißt, die Wartezeiten sind nur aufgrund des hohen Anteils an SBMM Solar. Und die tun so, als würde SBMM uns davor schützen, dass die Wartezeiten lang werden. Das können wir ein Teufelskreis sein, wo am Ende nur noch Sweater da sind, weil die schlechteren Spieler wegen Frustration aufhören zu spielen und man am Ende ein Ökosystem hat, das schlimmer für jeden ist. Ich gehe mal wieder in den ehrlichen Activision-Modus, weil es geht denen eigentlich nur darum. Das ist alles. Das hat einen Effekt auf den Playerpool. Es bedeutet einfach, dass weniger Leute spielen. Das heißt, weniger Leute kaufen im Shop. Das heißt, wir machen weniger Geld. Und wer sagt, dass es so sein wird? BO3 hatte das, was sie gerade versuchen zu verteufeln. Die hatten ganz wenig SBMM. In keinem anderen COD seitdem haben Spieler so viel in so großer Zahl so lange gespielt. Wollt ihr mir das erklären, Activision? Wie könnt ihr mir das erklären? Ich will es einfach nur wissen. Vielleicht mal nachdenken drüber. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal über 1 Million Spieler gleichzeitig nur auf der Xbox hattet. In Black Ops 1 hattet ihr das. Keine Ahnung. Fragt ihr euch nie, Activision, warum Black Ops 1 und viele CODs danach in der goldenen Ära mit ganz wenig SBMM trotzdem so erfolgreich waren? Kriegt die Krise wirklich. Immer dieses Datengelaber und dann werden keine Daten gezeigt. Oh, es geht wieder los. Game Data. Ach, Mann, ey. Die Daten suggerieren quasi, dass wenn man eben Skill ein bisschen berücksichtigt, dass es gesünder fürs Ökosystem ist. Jetzt kommt der Teil, der uns anspricht. Wir verstehen auch, dass viele gute Spieler mehr Abwechslung möchten, aber oft das Gefühl haben, sie kriegen die größten Sweater-Lobbys. Wir haben dieses Feedback laut und deutlich gehört und werden weiter Tests machen, um aktiv danach zu suchen, dieses Problem anzugehen. Erstmal, Versprechungen sind überhaupt nichts, die sind nichts wert bei Activision. Zweitens klingt das nicht danach, dass wir auf BO4-Niveau zurückkommen, was das letzte COD war, was nicht dieses kranke SBMM hatte und das letzte richtig, richtig gute, by the way. Ist aber nur Zufall. Übrigens auch das letzte COD, was auf YouTube richtig krank viele Views gemacht hat. Danach kein COD mehr. Ultra viele Casuals haben auf YouTube die Videos geguckt. Aber nein, Game Data indicated. Und es klingt eben nicht danach, als würden sie das Problem aus der Welt schaffen, sondern die wollen quasi ein bisschen dran tweaken, dass wir nicht 10-mal in den Arsch gekriegt werden, bevor wir eine gute Lobby bekommen, sondern nur 9-mal. Future Communications, unser Technologieteam, wird über Ping und Matchmaking noch Sachen veröffentlichen. Das wird sehr interessant. Ich hoffe, da werden sie nicht viel zensieren. Ja, das war das Statement. Ich bin enttäuscht, aber ich habe auch nichts anderes erwartet, als dass rumgelogen wird. Ich verabschiede mich immer mehr von COD. Ich meine, ich habe Spaß dran. Es kommt drauf an, wie man es angeht. Ich nehme es einfach nicht ernst. Ich spiele es mit meinen Jungen. Ich mache lustige Videos draus. Ich mache Serien draus. Ich spiele auch mal andere Spiele. Ihr werdet auf diesem Kanal immer unterhalten. Aber dieses Gefühl, dass man einfach online geht und zockt ohne Neffen, geht's nicht. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin, haut. Ja.